Am 1. Juni startete die Porsche AG in Leipzig mit der Initiative Join the Porsche Ride, bei der ein Porsche Taycan zahlreiche Stationen auf einer weltweiten Reise anfährt. We empower people, lautet die Devise, mit dem Ziel, wirksame Verbesserungen der Lebensumstände von Menschen weltweit zu erreichen. Der Weg des Taycan führte aus Leipzig weiter in die Schweiz, wo wir den Auftakt für ein Projekt erleben, das wichtige Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts vereint. Wir als Porsche engagieren uns für Menschen mit Behinderung, weil uns wichtig ist, dass wir Mobilität für jeden ermöglichen. Porsche hat in der Schweiz einen Partner in dem Bereich Barrierefreiheit gesucht und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir ProCab gefunden haben und wir freuen uns wirklich sehr auf die langfristige Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. In der Schweiz gibt es 1,8 Millionen Leute mit Behinderung. Das bedeutet, eine Person aus fünf hat Schwierigkeiten im täglichen Leben. Ich bin froh, dass Porsche sich engagiert. Unsere Mitglieder werden sicher überrascht sein und das ist eine gute Sache. Wandern bedeutet für mich einfach unbeschwert reisen zu können, vor allem wenn ich weiß, der Wanderweg ist barrierefrei und aus dem Alltag rauszukommen. Ja, die Zusammenarbeit Porsche ProCab ist eine Projektgruppe, die fachlich gemeinsam unterwegs ist. Wir werden natürlich die Details ausarbeiten, der Wege, aber Porsche ist da sehr involviert bei all diesen Schritten, von der Finanzierung her bis die Ausgestaltung der einzelnen neuen Wege. Also ich liebe das Wandern, weil das gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Ich erlebe dann die Natur, ich spüre den Wind, wie jetzt gerade, ich höre die Kühe, ich rieche die Pflanzen. Es ist einfach ein großes Glück, in der freien Natur zu wandern. Porsche steht schon immer für das Erfüllen von Träumen. Und deswegen ist es für uns in der Schweiz auch wichtig, dass wir mit dem Projekt Barrierefreie Wanderwege auch helfen, Träume zu erfüllen. Dass auch Menschen mit Behinderung hier auf der schönen Rigi wandern können. Die nächste Etappe des Porsche Ride führt nach Frankreich. Auch dort wollen wir mit unserer Initiative den Startschuss geben für Empowerment-Projekte, deren Fokus auf dem Thema Umwelt liegen. Ich kann nur sagen, gute Fahrt!